Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Dieses Mal wollen wir unsere Tabelle aufteilen in zwei verschiedene Tabellen. Weil wir haben ja immer in einer Tabelle mit den Kosten. Ist okay. Ja. Und dann möchte ich eine Tabelle machen, wo man so Angebote erstellen kann. Ja, also wo man sagen kann, okay, ich verkaufe ein Bremslicht, ich verkaufe ein Blinklicht, ich verkaufe ein Standlicht, kostet in Summe so und so viel. Und das möchte ich ein bisschen aufteilen. Da möchte ich natürlich nicht zwei Dateien machen, um Gottes Willen. Nein, ich möchte das in einer Datei drinnen haben. Wie geht das? Das schauen wir uns jetzt an. Und zwar da links unten, ich weiß nicht, ob schon mal aufgefallen ist, da steht einfach Tabelle 1. Ja, also das kann man da drauf drücken, passiert nichts. Ja, wenn man Doppelklick drauf macht, kann man da was ändern. Und das sage ich, das soll meine Kostentabelle werden. Okay? Soll meine Kostentabelle werden. Und jetzt möchte ich noch eine zusätzliche Tabelle hinzufügen und das geht hier auf diesen Plus. Da nehme ich so Plus und wenn ich da drauf drücke, ja, kommt immer wieder eine neue Tabelle hinzu. Ein neues. Neues Tabellenblatt. Kann ich machen, so viel ich will. Wahrscheinlich stimmt das nicht hundertprozentig, aber genug. Wieder mal genug. Okay. Wie werde ich die Dinge wieder los? Rechte Maustaste drauf löschen. Arm brauche ich. Ja, das soll mein Angebot werden. Das möchte ich aber an einer anderen Stelle. Das will ich da vorne haben. Brauche ich es nur drücken, ziehen, loslassen, drag and drop. Ja, lasse ich dort fallen, wo ich es hin will. Passt. Und da schreibe ich Angebot. Okay? Angebot. Ich möchte mal genauso eine Tabelle. Ich möchte genauso eine Tabelle. Und zwar so, klack, klack, klack. Ich kopiere einfach alles. Wie kopiere ich alles? Ich kann entweder alle Zeilen markieren, wo das drinnen ist. Das kann ich da links machen. Da oben kann ich die Spalten markieren. Ich kann auch alle Spalten markieren, ja, wenn ich lustig bin. Aber wenn ich alles brauche, alles, ja, alles, kann ich da links um das Eckerl klicken, dann ist alles markiert. Ja. Jetzt drücke ich Steuerung C. Und jetzt kopiere ich das da ins Angebot hinein mit Steuerung V. Jetzt ist es genauso. Schaut ein bisschen anders aus, wenn wir ein bisschen anderen Zoom-Faktor haben. Da unten kann ich wieder umstellen auf. Diesmal mache ich nur 190%. Ja? Gut. Was wollen wir jetzt also? Ja? Also eigentlich habe ich jetzt genau zwei Sachen, die genau gleich ausschauen. Was ich eigentlich aber haben will, sind die Gesamtkosten. Ja? Das heißt, ich lösche das da mal weg. Statt Bezug. Was bedeutet das Bezug? Bezug? Bedeutet, es hat den Bezug verloren. Ja, also dieses Hashtag Bezug Rufzeichen heißt, der Bezug, auf den sich diese Zelle einmal bezogen hat, ja, das ist ja eine Formel, da steht jetzt Bezug plus Bezug. Ja. Da ist ja eigentlich drin gestanden, die Herstellungskosten, oder wie ich das genannt, Entstehungskosten und die La plus die Lagerkosten. Das ist da drin gestanden. Aber die Zelle, die habe ich jetzt weg. Und jetzt ist natürlich der Bezug weg. Ja? Aber ich möchte in dieser Tabelle, möchte ich ja ohnehin, ja, ist gleich. Und jetzt möchte ich das aus der anderen Tabelle nehmen. Ja? Und jetzt gehe ich da rüber in die andere, schreibe ich es gleich, gehe rüber in die andere Tabelle und mache dann praktisch da auf die Gesamtkosten Drücker hin. Ja? Und das, oben sehen wir, wie das ausschaut. Der Kostenrufzeichen H7. Also im Tabellenblatt Kosten, noch als Rufzeichen, die Zelle H7. Auf die wollen wir uns beziehen. Und jetzt sehen wir uns den Strich so. Haha, cool, ne? Ziehen wir aber. Tuck, tuck, tuck. Funktioniert. Funktioniert. Funktioniert auch genauso, weil es macht H7, H8 und so weiter. Jetzt haben wir das da. Jetzt haben wir das da. Wie das überhaupt? Also so funktioniert, also wenn ich, und das Schöne ist, das Bremsseil kostet im Moment 31 Euro. Wenn ich da hinten was ändert, ja, die Lagerkosten sind gestiegen, das kostet 33 Euro, zurück 33 Euro. Also die Zellen sind verbunden. Ja, die Zellen sind verbunden.
Aber eigentlich gefällt mir das nicht hundertprozentig, weil ich möchte da hinten, ich möchte nicht wieder die gesamte Litanei drinnen haben. Ich möchte nicht wieder die gesamte Litanei drinnen haben. Kosten machen wir da. Park. Ja. Ah, lassen wir das so hinstellen, können wir so aus, Gesamtkosten. Ich möchte das wieder so machen mit der Auswahlbox. Ja. Dieses Mal ja. Soll sich aber, ich nehme nicht DNS-Verweis, der ist nix. Ja. Ich nehme den X-Verweis. Ja. Aber die Auswahl, ja, die Auswahlmöglichkeiten, ich möchte es dort und die Auswahlmöglichkeiten sollen diesmal von woanders herkommen. Wo haben wir das gehabt? Das haben wir hier unter Daten gehabt. Und hier. Und dieses Mal soll die Liste nicht von hier kommen, sondern von hierher. Ja? Auch Kostenrufzeichen. Ja? Okay. Hat sich nichts geändert? Ja? Die Gesamtkosten. Ja? Das war ja, ist gleich X-Verweis. So kann ich das nämlich auch anfangen. Das muss ich nicht da mit dem F von X machen. Gell? Klammer auf. Ja? Suchkriterium, das da. Suchmatrix, Kosten, das da, ja. Rückgabematrix, müssen wir hier die Gesamtkosten machen. Ja, und dann bin ich fertig. Wenn nicht gefunden, also Bremsflüssigkeit, schau, steht schon da. Kann ich mir jetzt hier aussuchen? Jawohl, das funktioniert ja super. Jetzt brauche ich das da unten eigentlich nicht mehr. Aber was ich schon machen will, ist hier der Verkaufspreis. Da muss ich halt irgendwas reinschreiben. Ja. Dann der Gewinn, die Formel vom Gewinn. Eigentlich das alles da hinten. Das möchte ich auch kopieren. Steuerung C, Steuerung V, 11, Gesamtgewinn. Also weil ich keine Stück eingegeben habe, ein Stück, passt. Ja. Und das mache jetzt mit Steuerung minus weg. Steuerung minus. Ja, Bezug. Warum? Ja, Summe. Okay. Summe aber nicht Bezug. Das haben wir jetzt auch gleich weggelöscht. Selber. Summe. So. Ja, diese Summe. Steuerung C. Und hier zeige ich jetzt noch etwas her. Rechte Maustaste drauf. Formeln einfügen. Nicht alles einfügen, sondern nur die Formeln. Ja. Da bleibt die Formatierung erhalten. Schau, da steht ein Stück. Super, gell? Super. So, und jetzt? Mache ich mit Steuerung plus etwas dazu. Bremssattel dazu. Achso, das muss ich schon überziehen, anscheinend. Das ziehe ich alles nach unten. Am Bremssattel, den verkaufe ich nicht, das ist natürlich ein Blödsinn da jetzt. Ja, schau, manchmal ist das automatische Ausfüllen Blödsinn. Den verkaufe ich um 550, ja, passt. Dieses Angebot ist perfekt. Ja. So funktioniert das. Jetzt haben wir das praktisch getrennt, auf zwei verschiedene Tabellen. Da rüben, was brauche ich da eigentlich nicht? Das ist schon mal Futter, das brauche ich alles nicht mehr. Ja. Das ist jetzt eine reine Kostentabelle. Steuerung minus war das. Ja? Das ist jetzt eine reine Kostentabelle und hier habe ich ein Angebot. Ja? Hier habe ich ein Angebot und kann mir das Angebot zusammenstoppeln, wie ich will, mit irgendwelchen Komponenten. Ja? Und dann sehe ich ja, was kommt da raus. Ja? Bremssattel brauchen wir auch noch ein Stück. Ja? Bremslicht brauchen wir zwei. Das lösche ich dabei weg. 5 Euro Gewinn. Brauche 3 Stunden, super stundenlang. Gut. Was machen wir jetzt, wenn wir so ein Angebot duplizieren wollen? Ja, jetzt haben wir ein Angebot gelegt, das wird jetzt angenommen oder auch nicht, keine Ahnung. Ja. Jetzt will ich ein zweites Angebot legen. Ja, zweites Angebot, natürlich kann man da unten wieder noch ein Plus, dann ziehe ich da rüber, Angebot 2. Ja, das geht. Ja. Aber es geht noch eine andere Möglichkeit, wie ich genau dieses Blatt mit all seinen Eigenschaften, mit all seinen Verweisen und so weiter kopieren kann.
rechte Maustaste da drauf, ja, verschieben oder kopieren. Drücke ich drauf. Und da sehen wir schon, okay, ausgewählte Blätter verschieben. Wohin? Ans Ende, vor Kosten, vor Angebot. Ja? Ich möchte es vor Angebot erstellen. Und zwar möchte ich eine Kopie erstellen. Von Angebot, vor Angebot soll eine Kopie reinkommen. Jetzt drücke ich OK. Jetzt steht da Angebot 2. Ja? Und es schaut genauso aus und es funktioniert genauso. Funktioniert super, oder? So, also mit dem rechten Maustaste verschieben oder kopieren, Kopie anlegen, dann irgendwo hinein, funktioniert super. Das Einzige, was man beachten muss, ist wirklich, dass man die Namen von den Tabellenblättern, die müssen einzigartig sein. Ja. Es kann keine zwei Tabellenblätter geben mit Angebot. Kennen wir sie ja auch nicht aus. Ja. Und auch, das ist nämlich wegen den Referenzen, ne? Weil ich kann ja schreiben, Angebot, Rufzeichen, A3. Ich weiß nicht, welcher Angebot, also das muss eindeutig sein. Der Name muss eindeutig sein. Gut. Ne? Jetzt haben wir da das Angebot. Normalerweise, wir schreiben jetzt da einfach einen Verkaufspreis hin. Ne? Schreiben wir einfach einen Verkaufspreis hin. Das funktioniert normal nicht so. Man überlegt sich. Man hat ja irgendwelche Risiken. Man hat irgendwelche Gewinnerwartungen, man hat irgendwelche Risiken, man hat irgendwelche sowas. Ja. Und diese Risiken werden normalerweise in Prozent angegeben. Ja, Eintrittswahrscheinlichkeit und Kosten und so weiter. Risiko ist erwarteter Schaden mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Wir brauchen also Prozentrechnen. Das schauen wir uns das nächste Mal ein bisschen an. Rechnen mit Prozenten. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.